Wer einen geliebten Menschen verloren hat oder ihn durch Krankheit verlieren wird, der kennt das Gefühl der Hilflosigkeit, der Wut und Trauer, die einen überkommt. Der Wittenberger Hospizverein sorgt seit 10 Jahren dafür, dass Sterbende und deren Angehörige mit diesen Gefühlen nicht alleine sind. Das läuft so ab, dass wir angerufen werden von Angehörigen und manchmal von Schwerstkranken auch selbst. Das sind die Männer, die dann selber anrufen und diese Sache für sich organisieren. Ja, und dann macht eine hauptamtliche Koordinatorin, in der Regel ich, den ersten Hausbesuch, guckt sich an, also worum geht es hier eigentlich, wo sind die Schwierigkeiten am größten und wie können wir gemeinsam einen guten Weg und eine gute Lösung für diese Situation jetzt auch gemeinsam finden. Bei ihrer Arbeit wird der Verein durch die Sparkasse Wittenberg unterstützt. Das Geldinstitut stellt nicht nur Räumlichkeiten in den Filialen Coswig und Jessen zur Verfügung, sondern übergab auch einen Scheck über 7.000 Euro. Dabei war das Thema der Hospizarbeit zunächst völlig unbekannt, wie Thomas Arndt gestand. Ich gebe zu, dass ich mich im Vorfeld damit nie beschäftigt habe und ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Es ist mir am Rande dieser Veranstaltung bewusst geworden. Ich habe höchsten Respekt vor den Ehrenamtlichen, die da tätig sind und in solchen schwierigen Situationen Menschen und auch Familien begleiten. Und das hat letztendlich umso mehr auch dazu beigetragen, dass wir uns vorstandsseitig dazu entschieden haben, den Verein mit diesen finanziellen Möglichkeiten bzw. mit den Räumlichkeiten zu unterstützen, indem wir ihnen diese zur Verfügung stellen. Gut 60 Ehrenamtliche helfen Betroffenen und ihren Familien, haben ein offenes Ohr und Herz für die Nöte kranker, sterbender und trauernder Menschen. Kontakt zum Verein können Betroffene, aber auch Menschen, die helfen wollen, ganz einfach herstellen. Ja, also wir haben eine eigene Homepage, das ist das eine, oder man ruft uns einfach an. Das Hauptbüro ist in Wittenberg. Auch die Kontaktdaten kann man eben auf dieser Homepage finden. Einfach anrufen oder einfach vorbeikommen, bestenfalls wirklich vorher sich melden und sagen, ich habe da ein Anliegen oder ich möchte Sie unterstützen. Wann können wir miteinander reden? Und dann nimmt sich eine Koordinatorin auch richtig Zeit dafür. Zeit schenken und für andere da sein, das macht die Arbeit des Hospizvereins aus, die Dorothea Schnee und ihre Mitarbeiter mit Unterstützung der Sparkasse Wittenberg nun ein bisschen unbesorgter ausführen können.